Das Herz Otrantos lässt den Besucher zwischen atemberaubenden Ausblicken aufs Meer und der Altstadt selbst staunen, die aus einer längst vergangenen Zeit zu stammen scheinen. Ein Netz enger Gässchen mit gut erhaltenen Häusern im mediterranen Stil aus verschiedenen Epochen mit blumengeschmückten Balkonen. Hier kann man alte, außergewöhnliche, aus verschiedenen Zeiten stammende Gebäude beobachten. Vom Hinterland kommen kann der Besucher erst das Alfonsiner Tor bewundern. Es handelt sich um einen imposanten Durchgang in der aragonischen Ringmauer. Wer Corso Garibaldi entlang geht, erlebt südländische Flair der ganz eigenen Art. Hier bewundert man den mit dem Stadtwappen versehenen Uhrturm. Aus den Überresten der alten Kirche der unbefleckten Empfängnis ragt das sogenannte Porta del Mare, das heißt das Meerestor, heraus, durch das man hindurch gehen kann und von wo man über eine Holztreppe zum Hafen hinunter gelangt. Links davon, auf der ältesten Seite der Altstadt, geht ein kleines Gässchen zur Pelasgi-Bastion, hoch über dem Meer, von wo aus man einen herrlichen Blick auf den Hafen darunter und das weite Meer hat. Viele berühmte Persönlichkeiten der europäischen und italienischen Kultur waren von den Farben dieser Stadt fasziniert. Unter diesen Carmelo Bene, ein italienischer Schauspieler, Autor und Liedermacher, der entschied, in einem Haus in einem Winkel Otrantos zu wohnen. Im Andenken an den bekannten salentinischen Schauspieler hat die Gemeinde von Otranto ihm ein Museum widmen wollen, das heute noch fertigzustellen ist, um das Werk dieses Künstlers zu erhalten und zu fördern. Im Herz der Gässchen der Altstadt erscheint in ihrer Schönheit die Kirche San Pietro. Großartiges Denkmal, sicherlich das bedeutendste Zeugnis byzantinischer Architektur und Kunst des 8. und 9. Jahrhunderts in Apulien. Ihre strengen archaischen Formen werden im Innern von außerordentlichen mittelalterlichen Fresken dekoriert, Vermächtnis der italienisch-griechischen künstlerischen Kultur. Die Altstadt von Otranto ist sicherlich wundervoll und kann noch heute wegen ihrer sichtbaren Geschichte überraschen und verwundern.